Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Video Stammfunktion parametrisierte E-Funktion oder Stammfunktion E-Funktionsschar. FA von x gleich a mal e hoch x mal a plus e hoch x in Klammern hoch minus 1. Da muss man natürlich erstmal gucken, okay, was ist denn hier los? Hoch minus 1 heißt ja eigentlich, dass das, was hier, auf das sich die minus 1 bezieht, unterm Bruchstrich steht, wenn hier mal irgendwas hoch minus 1. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. A mal A hoch minus 1. A hoch minus 1 ist eine Potenz mit negativen Exponenten. A hoch minus 1 bedeutet 1 durch A. Also bedeutet A mal A hoch minus 1 auch A mal 1 durch A. Und da können wir dann Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner oder Kreuzkürzen meinetwegen auch, wäre dann A durch A, wären dann gleich 1. Das gleiche angewendet hier drauf bedeutet, dass die Funktion a mal e hoch x geteilt durch a plus e hoch x heißt. Der Teil, der hier geklammert ist, verschwindet einfach unter dem Bruchstrich und das wäre jetzt in Klammern hoch plus 1. Man könnte auch hier plus 1 hinschreiben. Das Ganze bezieht sich auch auf a hoch minus 2, ist das gleiche wie 1 durch a hoch 2 oder 2a hoch minus 3 ist gleich 2 durch a hoch 3. Da kann man sich aber auch nochmal in aller Ruhe das Video Potenzen mit negativen Exponenten angucken. Ist unter Potenzgesetzen zusammengefasst. Jetzt wollen wir uns ja hier um die Stammfunktion kümmern. Na, kleiner Distractor hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir denn da überhaupt hinkommen. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt, müssen wir eigentlich substituieren? Können wir kürzen? Können wir irgendwie eine Polynomdivision durchführen? Können wir, was machen wir denn hier eigentlich? Ein Vorschlag ist zum Beispiel hierbei zu sagen, wenn ich das Ding hier, ich denke jetzt an Substitution, wenn ich das Ding hier komplett substituiere, was ist die Ableitung davon? A ist ja eine Konstante, fällt weg, e hoch x ist abgeleitet e hoch x. Dann, wenn ich das, ne, und jetzt an der Stelle nützt es nichts, das im Kopf zu behalten. Wir sagen, u ist gleich a plus e hoch x als Versuch. U ist a, ne, und dann müssen wir als nächstes ableiten, du gleich e hoch x dx. Wenn ich dx, ne, haben will zum Substituieren, dann habe ich ja 1 durch e hoch x mal du ist gleich dx. So, es geht ja um das unbestimmte Integral von a mal e hoch x durch a plus e hoch x dx. Wenn ich das hier jetzt durchführe, dann steht da plötzlich Integral von a mal e hoch x durch u mal 1 durch e hoch x dx. Und das ist was, was man durch Übung sehen kann, dass das passiert. Um das nochmal ganz kurz hier aufzugreifen, an der Stelle haben wir gesagt, okay, wir denken uns mal, wenn wir das jetzt substituieren, was passiert dann? Na gut, als erstes dieses Ding hier, das kann man sich noch vorstellen. Dann wird abgeleitet im nächsten Schritt und da muss man gucken, ist die Ableitung hiervon in der Lage, wenn wir sie hier rübergebracht haben, dass sich das e hoch x hier dann kürzt, in diesem Fall. Dann bleibt da nämlich übrig Integral von a durch u dx. Haha, zum Quatsch. Ich habe hier vor allen Dingen dx hingeschrieben. Es ist ja du. Logischerweise haben wir das dx durch du ersetzt. Und hier steht dementsprechend auch nicht dx, sondern du. Und a durch u, da können wir a als Faktor ausmachen und den vor das Integralzeichen schreiben. Und 1 durch u ist ein Stamm, ist ein Grundintegral. Das bedeutet, hier können wir dann hinschreiben, ist gleich zack, zack. Ah ja gut, wir können natürlich auch genauso gut das a hier auch wieder vor der Klammer lassen, ist ln u plus c. Und das u können wir dann hier wieder einsetzen, dann kommt da also raus a mal ln von a plus e hoch x plus c. Da können wir natürlich jetzt uns auch fragen, okay, haben wir das jetzt richtig gemacht? Ist das alles so koscher, was wir da gemacht haben? Müssen wir eigentlich nicht noch eine Probe mal schnell machen? Und dann heißt es ja immer, Probe können wir immer machen, wenn groß f' von x gleich f von x ist, dann ist das, was wir hier als groß f von x rausgekriegt haben, also als Stammfunktion, ist dann tatsächlich die Stammfunktion. Also, Ableitung davon, groß f' von x ist gleich. A ist ein Faktor, bleibt stehen nach der Faktorregel. Ln wird abgeleitet, indem man 1 durch
das, was hier drin steht. A plus e hoch x. Aber weil das Ganze hier eine verkettete E-Funktion, da kann man auch nochmal Ableitung von E-Funktionen als Video zu Rate ziehen, ist es so, dass wir dann auch noch, ne, dieses hier ist die Ableitung der äußeren Funktion ln mit der inneren Funktion hingeschrieben. Und jetzt wird das Ganze noch multipliziert mit der Ableitung der inneren Funktion. Das c ist eine Konstante und fällt weg. Und jetzt können wir hierbei sehen, okay, a Eintel mal 1 durch a plus e hoch x mal e hoch x Eintel. Dann haben wir nämlich jetzt drei Brüche. Und bei den drei Brüchen können wir Zähler mal Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner mal Nenner rechnen. A mal 1 mal e hoch x ist a mal e hoch x. Und 1 mal a plus e hoch x mal 1 ist a plus e hoch x. Und weil das hier jetzt das gleiche ist wie das hier, haben wir eine ziemlich große Sicherheit, dass wir diese Funktion oder diese Stammfunktion richtig bestimmt haben. Das ist hier nicht der einzige Weg, behaupte ich jetzt mal. Und werde gleich mal gucken, ob ich dir noch einen zweiten Weg dazu präsentieren kann. In diesem Fall präsentiere ich erstmal das Schild und sage Tschüss und auf Wiedersehen, das Video ist zu Ende. Bis dann!